Hi Leute, ich bin der Tobi, das ist der Lucien und heute wollen wir euch mal so ein bisschen zeigen, warum es eventuell Sinn macht oder auch keinen Sinn macht, 2000 Euro mehr oder weniger für den gleichen Typ Rad auszugeben. Wir schicken ins Rennen das Charger 4 GT Touring, ziemlich voll ausgestattet, geht nicht mehr viel mehr, gegen das KTM Machina Kran 720 in der Diamant-Variante. Beides so vom Stil her sehr, sehr vergleichbare Bikes. Aber wie gesagt, da liegen 2000 Euro dazwischen. Und was da der Unterschied ist, das gehen wir jetzt mal durch. Ja, ein wunderbares Intro, Tobi. Das trifft es halt eigentlich schon auf den Punkt. Könnten wir hier eigentlich schon das Video beenden? Nee, weil wir zeigen euch das Charger 4 in der absoluten toppesten Top-Ausstattung. Das heißt, wir haben den Klassiker von Riese Müller in der aktuellsten Generation mit ABS und dem neuen Range Extender ausgestattet und noch viel mehr. Das bläht aber natürlich den ganzen Preis auf. Preis ist halt heute in dem Video ein ziemlich wichtiges Thema, weil es beschäftigt euch da draußen halt noch ein bisschen, beziehungsweise heißt ein bisschen, ziemlich. Und es ist halt auch so ein Punkt, was ist mir was wert? Also es geht hier da quasi darum, reicht mir die solide Mittelklasse, was ich jetzt mal bei dem KTM einfach mal so behaupte, oder soll es dann doch ein bisschen mehr sein und die absolute Oberklasse, Königsklasse quasi sein? Ne? Ja. Also wir müssen noch dazu sagen, hier geht noch wesentlich mehr vom Preis. Und zwar, wenn wir die Schaltung noch upgraden. Also Roloff E14 ist ja mittlerweile auch schon möglich. Wir wollten es jetzt nur noch irgendwie vergleichbar halten, deshalb beides jetzt mit Kettenschaltung. Ne? Genau, wir wissen, dass wir hier Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber irgendwie muss man es mal versuchen, weil die Leute kommen doch schon oft hier bei uns in den Laden oder schreiben uns in den Videos auf unserem Kanal, sag mal, warum ist ein Riese Müller so teuer und warum macht das KTM und die Marke so und so. Das zeigen wir euch jetzt, weil das kann man dann so Stück für Stück an so einer Liste quasi abkennzeichnen und dann wird man erkennen, ah ja, gut, jetzt wird es mir klar. Ne? Genau. Aber gehen wir mal ins Video rein, beziehungsweise in die Räder rein, so besser gesagt, und starten mal. Preispunkt, was haben wir hier? 4.299 Euro. 4,3. Also schon nicht gerade der Einstieg, sondern gut in der Mitte, aber hier haut es dann halt einem schon vor den Socken. Vielleicht, wir haben es trotzdem geholt, weil die es halt auch da, weil die es auch kauft und gut findet. Rad vom Charger, der Preis fängt hier bei 5,1 an, bei der Touring-Version, dann haben wir aber die Nicht-GT-Version. Und dann fängt es schon an. Was ist ein GT, was ist nicht GT? Ja, wie würdest du es in einem Satz oder zwei Sätzen erklären? Schaut euch das Video an. Stimmt, exzellent. Ne? Und wenn ihr dann euch das Charger GT versus Nicht-GT Video anguckt, dann lasst noch gerade ein Abo da, wenn ihr das Video gut findet. Breite Reifen, Luftgabel, ist so ein groben. Ne? Ja, und die Bremsen. Wir haben vorne dann 4-Kolben-Bremsanlage von Magura und das haben wir bei der Nicht-GT Version nicht. Macht 300 Euro aus, ist dann eine Stahlgabel drin anstelle einer Luftfedergabel. So, das schon mal zu dem Punkt. Haben wir hier drin. Hier zwar breite Reifen, aber... Ja, vom Profil her sieht es direkt, ne? Also schon alles klar, breite Reifen auf beiden Seiten, Reflexstreifen auf beiden Seiten. Hier aber ein Allround-Profil, breiter Mittelsteg, kräftige Seitensteuern, kann ich wunderbar durch Schotter rollen. Ist so ein Thema, was beim Trekkingbike durchaus relevant ist. Hier beim Allrounder, der hier verbaut ist, ja, der hat so ein bisschen Schildkrötenmuster. Also der hat auch schon Stollen, ein bisschen unregelmäßig, ist aber im Großen und Ganzen eher für Straße ausgelegt. Im Schotter wird euch da jetzt nichts passieren, aber sobald es richtig lose wird, wird es da schwierig. Ja. Ich mache mal im Hintergrund meinen Taschenrechner an, damit ich das mal so ein bisschen aufnotieren kann, damit auch die kleinen BWLer und Kaufleute bei euch da zu Hause wissen, wie was zustande kommt. Ich habe das jetzt zu Hause nicht oder irgendwie im Vorfeld hier vorbereitet. Ich habe mir das gerade mal so gedacht, weil viele von euch rechnen ja, wenn sie sich so ein hochpreisiges Produkt kaufen, was für mehrere Jahre dein sein soll, auch mit einem spitzen Bleistift, wie man das jetzt irgendwie bewerten soll.
Wir haben hier halt die 4.3 und das ist eine gute Basis, aber halt wie gesagt Stahlgabel und hier Luftfedergabel. Das heißt, das kostet bei Riese Müller schon mal so roundabout 350. Das addiere ich jetzt einfach mal hier so im Hintergrund mit dazu. 4.3, 350 für die bisschen bessere Suspension halt für die Ausstattung. Ne? Wird tatsächlich sehr, sehr schwer, das für 350 schon abzubilden, ja. Weil zwischen der Gabel und der Gabel, da liegt schon ein bisschen mehr. Also 350 ist sehr, sehr. Deswegen sagen wir ja auch oft, das ist eigentlich in unseren Gefilden Pfälzerwald, Saarland, ne, Hunsrück, Eifel und Westerwald, der ganze Ecke, Saarpfalzkreis, eigentlich schon No-Brainer für die paar Euros. Also klar, ist auch nochmal gut Geld, aber da nicht auf die GT-Version zu verzichten. Wer halt sagt, mir reicht eine leichte Federung und breite Reifen ist schon gut, dann ist es vielleicht nicht verkehrt, sich so ein KTM dann zu holen oder ein anderer Hersteller, Stevens. Weil hier ist es halt sinnig, das Ganze dann auch noch weiterzugehen. Deswegen machen wir das jetzt. Ne? Reifengabel haben wir abgetan. Ne? Vielleicht bleiben wir gerade vorne. Ja, Scheinwerfer. Ne? Scheinwerfer. Machen wir mal die Kollegen hier an. So, meiner bootet, deiner auch. Gut, Bosch haben sie beide, das heißt, da ist kein großer Unterschied. Aber du hast so eine Lampe von? Ja, da haben wir eine Busch & Müller MYC, also MYC geschrieben. Ist es eine Busch & Müller schon? Ja. Ist tatsächlich von der Leuchtkraft her ausreichend, dass man gut gesehen wird und auch einmal auf der Straße fahren kann und vielleicht sieht, was unmittelbar vor einem ist. Aber bei dir sind wir in einer anderen Liga. Ne? Ja, gut, ich habe eine Supernova Mini 2 Pro und das ist schon ein cooles Teil, weil ab der GT-Version kriegt ihr nicht nur diese Bremsanlage, wie wir es schon gesagt haben, breite Reifen, Luftgabel, sondern noch die Lampe hier als Fernlichtversion. Sonst ist die halt als normale Version drin. Das heißt, ich habe hier einen coolen CNC gefrästen Leuchtkörper. Das heißt, wenn ihr da hinfallt, platzt das euch nicht auf, wie bei so einem größeren Kunststoffgehäuse, sondern das ist halt, kriegt ein paar Schrammen ab und müsstet das überleben. Also ich habe es schon geschafft und dass nichts passiert bei einer langen Treppenpassage. Zudem habe ich hier noch zack Fernlicht und das ist dann richtig hell. Ne? Also und das ist halt nicht nur um gesehen zu werden, sondern ja, das ist, man sieht im Wald, auch wenn es richtig stockduster ist, guck mal, wir haben halb fünf und es ist schon dunkel hier überall. Ne? Macht locker mal um die 200 Euro aus bei der kleinen Version, vielleicht 200, 300, 400 Euro bei den größeren Versionen, aber mit Fernlicht und Einbau sind wir hier schon so um die 400 Euro, 350 ne, in der Sphäre. Ne? Nee. Also zwischen den beiden Scheinwerfern gebe ich dir nicht mehr als 200. Ja, aber so gut, weil du den Einbau nicht mitbeziehst, weil der da schon da ist. Nee, also da fangen wir jetzt nicht an. Gut. Ja bei der Gabel. Gut, habe ich jetzt mal notiert. So. Jetzt habe ich, wo ich hier auch noch, also wie gesagt, hier reicht für die meisten auch aus, die nicht im dunklen Wald fahren oder wenn keine Laternen sind, aber die ein bisschen mehr Sicherheit haben wollen, auch von den Verkehrsteilnehmern besser gesehen werden und mehr Respekt haben wollen, ist das da ganz gut, ne? Ja, gehe ich mit. Bremsen haben wir ja schon so ein bisschen angerissen, ne? Was hast du da eigentlich? Ja, ich glaube, wir haben die Tektro Gemini oder Auriga, ich sehe es gerade gar nicht auf den ersten Blick. Vergleichbar auf jeden Fall mit der MT200 von Shimano. Unterschied sind halt vor allem die Bremsscheiben, die sind ein bisschen dicker bei der Tektro. Technisch ansonsten sehr vergleichbar mit der Shimano MT200. Ganz normale Zweikolben, hydraulische Scheibenbremse. Das, was man auf jeden Fall braucht beim E-Bike, also Felgenbremsen finde ich noch bei sehr leichten Rädern und kleinen Rahmengrößen okay, aber eigentlich mag ich da schon Scheibenbremsen dran haben. Die solide Basis, würde ich mal sagen. Ja, mir gefällt, dass die schön dick sind. Reicht auch wieder für die meisten Leute aus. Ich sage mal 80% der Leute. Ist halt, wenn es nass ist, eine bessere Wahl wie eine Felgenbremse. Und natürlich ohne Bautenzug der Standard, weil hydraulische Bremsen bei einem schweren E-Bike sollten schon sein, gerade in der Preisklasse. Hier haben wir bei unserem, haben wir hier schon 4-Kolben-Bremsanlage und sogar mit ABS. Das heißt, das kostet auch nochmal, je nach Hersteller, 400, 500, 600 Euro Aufpreis. Der Ring hier innen ist dieser Bemessungsring, ne? Der misst dann diese ganzen Bremsvorgänge bzw. auch die Geschwindigkeit. Und weil wir die ABS-Version haben, haben wir auch hinten 4 Kolben Bremsanlage, ne? Was auch nochmal ganz nett ist, wenn man einen Anhänger zieht oder Gepäck drauf hat. Ich glaube, Anhängerfreigabe hat sogar, ne? Ja, klar. Müsste haben, genau. Und das ist schon mächtig. Also damit kommt ihr dann echt gut ins Stehen, weil das ist ein Biest, die Bremse. Plus, dass ihr halt, wenn ihr schwer seid oder Gepäck dabei habt, packt Taschen links und rechts 15 Kilo, dann noch einen Rucksack von, keine Ahnung, 20 Kilo oder 10, dann hält das Ding halt schon alles aus. Und Supernova Bremslicht, das heißt, das ist schon eh sehr hell, ne? Aber guck mal, zack, direkt. Und dann wird der Hintermann halt oder Hinterfrau gut gewarnt, jetzt mal zu verzögern oder halt langsamer zu werden. Genau.
Jo, ansonsten, Schaltung vielleicht noch interessant, ne? Da haben wir hier eine 11-Gang XT, also XT-Schaltwerk und ein Q-System, also die Kassette und Kette, ne? Also das neue... Linkleitstandard halt einfach, ja. Ne? Also XT-Schaltwerk, das dann auf eine Linkleitkassette, die ein bisschen sanfter und langlebiger reinschaltet, ja, kombiniert eben. Da ist bei mir, ist es ein Gang weniger, vom Standard her komplett Diore und zwar durchgehend. Finde ich tatsächlich beides relativ auf Augenhöhe, wobei beim KTM halt hier Hyperglide-Standard verbaut ist. Die wird sich mit Sicherheit ein bisschen schneller abnutzen als die Linkglide-Kassette, die beim Charger verbaut ist. Schaltet aber dafür, Vorteil? Ja, wesentlich schneller. Wesentlich schneller. Das heißt, für die Leute, die ungeduldig sind, sportlich fahren, ist das dann vielleicht nochmal ein bisschen so ein Punkt, ah ja, komme ich schneller in die Gänge rein, ne? Genau. Was würdest du das bemessen preislich? Unterschied zu einer 10-Gang Deore zu einer 11-Gang XT Kombi Qs? Ja, da würde ich nicht wesentlich mehr als 100 Euro veranschlagen. Oh, okay. Was wir aber auf jeden Fall noch besprechen müssen, ist der Preis von den Bremsen. Also da haben wir nämlich noch einen massiven Unterschied, den wir da nachtragen müssen. Da würde ich nämlich schon sagen, dass wir da 500 Euro veranschlagen können für das komplette Magura ABS-System versus Shimano-Nachbau, was Tektro ehrlicherweise eben ist. Das sehe ich schon ein großes Gap. Was würdest du sagen, was so die Bremsanlage hier nackig kostet im Vergleich zu der, beide, also vorne, hinten? Das sind wir bei... Mit Scheibe und allem, ne? Und Hebel. Roundabout 150 versus, ich kenne den Preis von der kompletten Gruppe gar nicht, aber roundabout 700. Hm, da seht ihr mal, was das ausmacht, also so Bremse, also, ne? Ja, das heißt, wir hauen mal nochmal 550 drauf auf das quasi. Ja, doch, ist fair, ja. So, dann sind wir jetzt schon... Also das Ganze ist von 4,3 auf 5 eben gewandert, jetzt sind wir schon bei 5,55. Also ist natürlich noch lange nicht der Preis von hier fast 6,5. Aber wir nähern uns schon mal. Ne? Also dass das Riese Müller nach allen Komponentenaufrechnereien natürlich trotzdem noch teurer ist, den Spoiler. Ja, what's up? Ja, vielleicht doch nicht. Ja, gut. Weiter. Sattelstütze. Da haben wir jetzt, das ist auch schon wieder schwierig, weil ist schwierig, ne? Keine Schulz, wo der absolute Overking ist. Und hier aber auch keine. Genau, also bei mir ist die Santur NCX drin. Was ich bei der mag, ist, dass man sie halt easy einstellen kann. Ja? Also ist ein Parallelogramm, das hier auf ein gefedertes Element eben drauf drückt. Und ich zeige das mal eben. Ihr habt die Möglichkeit, die Vorspannung hier unten einzustellen von der Feder. Das heißt, ihr könnt es aufs Gewicht schon ziemlich gut einstellen, ohne da jetzt was durchzutauschen, weil das ist nämlich was, was sie unterscheidet von den anderen Parallelogramm-Sattelstützen bei dir. Wie stellen wir die aufs Gewicht ein? Nur kurz noch meine 2 Cents dazu. Ich bin gerade eben das Rad hier reingefahren und habe einen kleinen Hubbel gemacht draußen und ich wiege 76, 75 Kilo mit Klamotten und ich habe nichts gemerkt. Das Ding kannst du richtig hart einstellen. Und das heißt, auch schwere Leute, L-Rahmen haben wir hier, können hier trotzdem eine gute Federung haben, dass das Ding nicht zu schwammig und zu weich ist. Wenn es jetzt zum Beispiel bei Schulz nicht sein soll, weil die ja schon mit 220 Euro recht kostspielig ist, da ist die hier, glaube ich, mit 129, 119 recht human. Jetzt sind wir bei einer, die ist ein bisschen teurer und hat halt ein Gummielastomer, was ziemlich hart ist. Das ist die von Kent Creek Sandbuster, die halt Riese Müller ziemlich oft verbaut. Auch eine Parallelogramm-Sattelstütze. Wie funktioniert die halt, außer mit diesem Kern? Die hat ja noch diese, ne? Ja, nee, das ist tatsächlich das Elastomer in der Mitte. Also ihr seht, hier ist Stufe 3 von 5. Das ist das, was den Widerstand festlegt. Wenn ihr jetzt leichter seid oder schwerer seid, muss dieser Gummikern ausgetauscht werden. Und wenn der draußen ist, klappt das Ding auch relativ schnell zusammen. Das sind also Federn, die zurückgespannt sind noch ein bisschen, dass die noch ein bisschen... Nee, ist eigentlich nur das System, das sich gegenseitig hält. Also wirklich Federn tut das Elastomer in der Mitte. Aber andere Sattelstützen, die es so gibt, die so aufgebaut sind, die haben hier so eine Abdeckkappe aus Gummi und dann ist da gar kein Kern drin. Die funktionieren so, dass diese Federn zurückgespannt sind. Genau, genau. Ja. So, ist gut, aber wie ihr auch hier seht mit diesen Punkten, ne, gibt es halt, das ist die mittlere, was würdest du sagen, gewichtsmäßig? Roundabout 90 Kilo. Ja, also 90, 180 Kilo in dem Dreh. So genau kann man es eh nicht bei so einem Gummikern jetzt nähen. Und da habt ihr halt die Punkte. Wird es dann härter, wenn es mehr Punkte sind? Mehr Punkte werden härter, weniger werden weicher. So. Und wenn ihr dann diese kleine Eidechse seht, hier seht ihr, ach, das ist eine Kent Creek. Schwierig zu sagen, was da jetzt die Nase vorne hat, ne? Also UVP-technisch bist du meilenweit voraus. Das Ding ist ja noch teurer als die bei Schulz. Was halt schon... Es ist haarig. Also die bei Schulz ist von der Qualität her meiner Meinung oder unserer Meinung nach wesentlich besser.
Da kommt jetzt nicht nur unser Lokalpatriotismus raus, weil wir zur Nähe nach Saarbrücken sind, ein bisschen natürlich schon. Müsst ihr einfach mal selber ausprobieren. Wir finden halt, dass es ein Ticken die bessere Sattelstütze ist, weil du halt auch mit 5 verschiedenen Intervallen das abstufen kannst vom Gewicht her, also von 60 Kilo oder 45 Kilo sogar bis 150 Kilo. Und die Federn halt auch wechselbar sind mit nach der Zeit, wenn die kaputt gehen. Natürlich, klar, ist hier auch bei dem Gummikern. Hast du auch 5 Stufen. Aber im Endeffekt. Ist halt kein Werkzeugstahl wie die Feder, ne? Genau, es ist. Ich würde die tatsächlich gleichsetzen, auch wenn sie teurer ist. Weil nicht alles, was teurer ist, ist besser. Ja, es ist Augenhöhe. Da lassen wir mal den Preisunterschied unter den Tisch fallen. Stimmt, das müsste ich eigentlich draufrechnen, aber es ist gleiche Leistung zu besseren Preis. Also, ja. Gut, nächster Punkt. Rahmenschloss habe ich, hast du nicht. Ist es das neue Abus, glaube ich sogar, oder? Ja, klar. Wo aber auf alle Rahmen passt, weil es sieht ja ein bisschen anders da aus, ein bisschen kastiger aus, so mit einem größeren Kunststoffrahmen hier drumherum. Die anderen sind ja ein bisschen bügeliger. Also du hast gesehen, dass im Prinzip nur über diesen Metallbügel nochmal Kunststoff drüber gezogen ist und fertig. Und hier ist ja ein viel größerer Gehäusekasten. Ne? Aber ja, 90 oder 100 Euro kostet das Ding, glaube ich, ne? In der Variante sind wir wahrscheinlich mit Kette zusammen locker bei 120 Euro, die du einfach draufschlagen kannst. Ja. Weil du hast ja noch eine Schlosskette drin. Ne? So, die kommt jetzt hier. Die kostet mit Tasche 50 Euro. Könnt ihr frei auskonfigurieren. Rechne ich auch mal drauf. Jetzt sind wir schon bei 5,7. Ne? Gepäckträger haben sie beide. Das Mix-System versus das Ragtime-System. Gibt Adapter für beides, da hat keiner die Nase vorn. Wie viel Kilo kannst du draufpacken? Ich habe halt hier noch diesen Spannrahmen, du hast ja nur diese Mausefalle, ne? Und ich habe halt hier so schon so einen einstellbaren Gurtriemen-System, was ich das Ding hier lang machen kann. Ne? Also das finde ich ticke. Ja, ich weiß es nicht. Manche brauchen es ja gar nicht, aber ich kann ihn hier enger machen, dass ich hier, wenn ich was drauf mache, dass das noch mehr Spannung geben kann und dass es dann hier wirklich richtig fest dran ist. Und wenn ich was Größeres mache, mache ich es halt weiter. Ne? Und ja, was habe ich hier an Gewicht? 27? 25 bei mir. Ja, aber was macht. Ja, gut, hier ist alles nochmal ein bisschen massiver. Man sieht das schon, ne? Im Vergleich zu dem Gepäckträger, dass es hier alles nochmal ein Ticken robuster wirkt, ne? Ja, das eine ist halt Riesenmüller Inhouse. Und hier haben wir halt einen Systemgepäckträger, der an das Rad angebaut wurde. Ne? Das siehst du halt einfach einen Unterschied. Was würdest du sagen, preislich? Finde ich schwierig zu bemessen. Gut, das heißt, wenn wir es nicht genauer wissen oder sagen, der wird für die meisten auch ausreichen oder man hat nicht viel Mehrwert, dann lassen wir es einfach neutral. Ne? Würde ich sagen. Ja. Gut. Aber ein Ticken besser ist er halt irgendwie schon. Das ne? gebe ich dir sofort. Weil das Ding ist so, ja, guckt euch das mal an. Also. Jetzt sind wir bei dem Punkt Display. Da habe ich, da hat das Riese Müller logischerweise wieder die Nase vorne, weil man bezahlt dafür 120 Euro. Beim Riese Müller Konfigurator und das ist eigentlich recht günstig, weil das Display mit dem Vorbau und mit allem kostet ja mehr, ne? Ja, das ist immer eigentlich preislich ein bisschen drüber, da ist Riese Müller sehr fair. Merkt man, dass die großer Bosch Partner sind, da kann man Geschäfte machen. Ja. Ist halt, also das Kiox 300 ist definitiv weit vorm Intuvia. Ne? Kennt ihr halt, die Möglichkeiten haben wir in diversen Videos auch gezeigt. Guckt gerne mal da rein, da erklären wir so die Funktionen vom neuen Best 3 Displays und könnt ihr dann ein Abo hinterlassen, wenn euch die Videos geholfen bzw. euch gefallen hat. Genau, also hier haben wir das Intuvia 100. Was haben wir gesagt, Preisunterschied? Das kostet bei Riese Müller nicht extra, weil das ist immer inkludiert. Kann man einfach sagen, das ist ca. 150 Euro hätte ich jetzt draufgehauen. Ne? Ja, ist glaube ich okay. Kostet eigentlich, glaube ich, das Kit mehr, ne? Ja, kann man jetzt 100% sehen, muss man gegenrechnen, aber ja, nehmen wir 150, das ist fair. So, wenn wir das ja noch umbauen, müsste man ja noch die Umbaukosten machen und das ist mit 30 Euro schon knapp bemessen, also 150. So, und das ist sehr, relativ konservativ schon gesehen. So, was haben wir jetzt noch? Ja, Akku habe ich 750 Wattstunden, was hast du? Habe ich auch, aber noch ein Zusatz, der neue Range Extender, jetzt haben wir ihn auch mal hier, hat ja dann ein bisschen was gedauert, ne? Was heißt gedauert? Es gibt ja noch manche Antriebssysteme, die haben noch immer keinen Range Extender. Ich sage dann nur Fazua, ne? Da warten die Leute noch immer drauf. Aber jetzt hat es Bosch geschafft, Mitte 23 mit den anderen Systemen wie TQ halt mitzuhalten. 250 Wattstunden, nicht 160, sondern schon 250. Und was können wir dazu sagen? Das ist 1,7 Kilo, ne? Ja. Leicht. Okay. Was noch? Also vielleicht einfach mal so zur Info,
entladen tun die parallel. Du hast letztens nach dem Dreh noch ein bisschen nachgeschlagen, das ist nicht die ganze Wahrheit. Die entladen parallel, wenn sie gleich vollgeladen sind, was die Prozente angeht. Ne? Genau. Also der am vollsten ist, entlädt sich als erstes. Und der am leersten ist von den zwei Akkus, wird als erstes aufgeladen. Ja, also Ziel ist quasi, dass ihr prozentual immer den gleichen Ladezustand habt, weil dann kommt das System halt auch am besten damit klar, den Strom abzunehmen. Deshalb, wenn eine lange Tour geplant ist, ihr besitzt so ein Ding, gleich von Anfang an mit dran stöpseln, macht am meisten Sinn. Genau. Kostet bei Riese Müller im Konfigurator 450, ist aber auch wieder so ein reduzierterer Preis. Der günstige Preis in Riese Müller halt bekommt, geben sie so ein bisschen weiter. Wenn ihr die nachträglich halt holt über Bosch oder halt über uns, dann sind wir schon bei 550 in der Regel. Ne? Halterung ist noch nicht da, die ist dann hier schon da, das müssen wir ja noch alles dran machen und so, weil das ist so ein Schnapper-Ding-System, wo halt so seitlich entnehmen wird, ne? Also diese Halterung. Und da muss man schon sehen, zack, ist dran. Und dann kann man das hier so verbinden mit so einem Kabel und dann habt ihr 1000 Wattstunden. 1000! Und das ist noch immer ein Supercharger, ey, das ist schon krass. Hau ich mir auch mal auf die Rechnung auf dem Rad drauf. Und dann sind wir... Oh! Okay. Ich hätte doch am Anfang nicht sagen sollen. Oder ich hätte es mir in Vorbereitung mal zusammenrechnen sollen. So, jetzt haben wir im Prinzip das, was die Bikes am meisten ausmacht. Ja. Unabhängig von so ein paar Eigenheiten, wie halt hier die lackierte Klappe, die oben ist, hier die Gummiklappe, die unten ist. Da finde ich die tatsächlich aber auch besser, weil oben entnehmen ist immer geiler wie unten, weil hier dann stört das Vorderrad, ne, und dann bist du im Weg und Riesending mit 4,5 Kilo und saulang. Und dann machst du da rum. Also da muss man schon sagen, das macht KTM einfach sensationell. Ja, stimmt schon. Würde ich jetzt nur nicht bepreisen, weil es halt einfach, einer löst so, der andere löst so. Was mir bei dir noch wesentlich besser gefällt, sind die geschraubten Achsen. Mit einem Schnellspanner bei so einem E-Bike, wie es bei mir jetzt verarbeitet ist, finde ich, es ist praktisch, das gebe ich zu, wenn man mal schnell das Vorderrad rausnehmen muss. Aber es wirkt auf mich doch wesentlich solider, wenn da so eine schöne Schraubachse vorne drin ist. Ja gut, da merkt man wieder, dann ist man wieder so ein bisschen, klar, bei den Werkstatt-Themen ist das dann so ein Punkt. Mir fällt dann eher wieder sowas auf wie, ich habe hier ein 6.500 Euro Rad und was sind das für Griffe? Sorry. Also die sind nicht schlecht, nicht falsch versteht, aber mein Anspruch ist, bei so einem Rad sollen so Griffe drin sein, wie hier die, was sind das für welche, von Ergon, ne? Ja, das würde ich sagen, sind die GP1, die neuen, ne? Da würde ich tatsächlich 40 Euro abziehen wollen bei der Rechnung nochmal. So, und wir sind jetzt schon bei der Endabrechnung bei doch tatsächlich 6,4, hätte ich nicht gedacht. Ihr könnt das Video euch nochmal angucken und dann mitschreiben oder habt es jetzt schon gemacht. 6,4, ich habe einfach von den 4,3 immer die Komponenten 550 hier, Lampe 200 oder 250, 150 Display, habe das auf die 4,3 aufsummiert. Mit dem Schloss, was hier nicht da ist, mit 100 und. Das heißt, wir sind tatsächlich, wenn wir das Rad so voll stecken würden mit den Komponenten und den Parts, wie die hier stecken beim Riese Müller, dann sind wir fast bei dem Preis wie hier. Genau. Aber ich ziehe jetzt mal die 40 Euro locker ab, ja, weil das ist halt... Ja, trotzdem, das sind gut, Kleinvieh, ne? Sind wir bei 6,3, ne? 6,360. Und dann gucken wir uns den Preis an. Wir haben ja, glaube ich, alles jetzt durchgearbeitet. So ziemlich, ja. Dann sind wir jetzt bei 4.000, ziehe ich das mal ab, 6.468 Euro. Um genau zu sagen, um 50 Cent. Dann sind wir bei, wo das Rad hier 110 Euro teurer ist im Vergleich zum KTM. Genau, also... Die Botschaft ist so ein bisschen, bei Riese Müller, da bezahlt ihr nicht für den Namen, sondern für die Summe der Teile und tatsächlich auch ein bisschen für so Geschichten wie die Ingenieurskunst, die drinsteckt bei dem eigenen Rahmen, bei dem Gepäckträger, wie der installiert ist. Insgesamt bei der gesamten Fertigungsqualität sind wir hier einfach auf einem sehr hohen Level. Also wir haben jetzt einfach mal gezeigt, der Preisunterschied, der hat schon einen ganz konkreten Gegenwert. Die große Frage ist, braucht man es denn auch? Bei ganz vielen Sachen ist es halt immer, kommt drauf an. Braucht ihr 1000 Wattstunden? Ja, kommt drauf an, was ihr fahrt. Fahrt ihr 200 Kilometer Touren, macht ihr Radreisen? Macht es schon Sinn? Fahrt ihr nur zur Arbeit? Natürlich nicht. Dann so Geschichten wie, braucht ihr, was haben wir noch, ABS? Fahrt ihr, wenn es schmutzig, rutschig draußen ist, fahrt und habt dann irgendwie so Schreckmomente, wo ihr schon mal in so Situationen gekommen sind, boah, da bin ich vorne weggerutscht.
und fühlt euch einfach sicherer mit einem ABS-System, was perfekt funktioniert, muss man wirklich sagen, ist die zweite Generation. Vorher war es ein Riesenkasten, jetzt ist es so eine kleine Box. Und ist es das euch 400 Euro wert? Wir finden, 400 Euro ist in Anbetracht der Tatsache, dass so das auf einem hohen professionellen Top-Level ist, angemessen, weil ihr kriegt auch nicht nur das ABS, sondern eine bessere Bremsanlage hinten, die das fast schon dass es halt ausgleicht, sondern ihr kriegt auch noch ein drittes Bremslicht und das ist ja auch schon mal ein Huni wert. Das heißt, das eigentliche ABS kostet euch vielleicht am Ende des Tages noch 250 Euro, wenn man das mit der Bremse und dem Rücklicht noch mit einkalkuliert. Genau, und was halt wirklich entscheidend ist, also viele fragen sich ja, was ist mit ABS beim Fahrer, ist ja völliger Quatsch. Es geht einfach um die Abhebekontrolle, die ihr habt. Ihr könnt das Vorderrad komplett die Bremse zuhauen und ihr werdet euch nicht über den Lenker überschlagen. Und das ist das, was den meisten passiert, auch geübten Fahrradfahrern übrigens, in einem Schreckmoment. Also mir ist das passiert, Hase läuft über den Feldweg, ich habe eine MT7-Anlage, die beißt sofort zu. Ich erschrecke mich, weil ich kurz in der Luft rumgeguckt habe, greift zu, ich bin in die Hecke abgestiegen. Also das passiert so schnell und das ist, ja, also kann sein, dass ihr das gut gebrauchen könnt. Ich hätte es damals gebraucht. Ja. Oder es gibt einfach Leute, die sagen, ich will jetzt mein Zweitauto oder mein Hauptauto dagegen austauschen, will bei Wind und Wetter fahren und ich will keine Kompromisse, weil das ist mein Alltagsfahrzeug. Ne? Und für alle anderen, die sagen, ich mache das eher für so einen Freizeitspaß am Wochenende oder halt ein-, zweimal die Woche bei gutem Wetter, ist vielleicht das ausreichend, weil es halt auch alles solide abdeckt, eine hohe Qualität hat, typisch KTM, nicht umsonst haben die dreimal jetzt schon hintereinander den Stiftung Warentest Award gewonnen für die Qualität. Aber natürlich Riesenmüller auch. Langlebig, nachhaltig. Also da bezahlt man halt auch für das gesamte Konzept der Nachhaltigkeit und für die enorm hohe Produktions- und Fertigungsqualität über die Jahre hinaus. Wir haben Räder da bei uns in der Werkstatt, die sind 10, 15 Jahre alt und die fahren noch. Ne? Wunderbar. Genau, also ja, vielleicht noch als letzten Punkt, dann lassen wir es auch gut sein. Verstellbarer Vorbau haben sie ja beide, das haben wir gar nicht gesagt. Haben aber sie beide, versteht sich schon fast beim Trainingbike. Aber das ist so ein Punkt, das wäre mir super wichtig. Ich habe das früher, habe ich immer so abgewogen, ja, brauche ich da einen großen Scheinwerfer, so ein Klemmlichtchen, wenn es wirklich mal dunkel wird, das reicht mir. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, ich will einen ordentlichen Scheinwerfer. Und wenn ich nachts im Wald fahre, will ich auch ein Fernlicht haben. Funktioniert, ist okay, wenn ihr nur im Hellen fahrt. Aber ganz ehrlich, auch also wenn das Bike auch sonst ausreicht, das Ding würde ich upgraden, das wäre mir zu wenig. Gut, dann haben wir da mal, glaube ich, ein bisschen längeres Video gemacht. Ne? Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet, dieses Versus- oder Vergleichsvideo wieder. Und rechnet mal nach, ob er geschummelt hat. Mhm. Auf jeden Fall könntet ihr auch ja hier hingehen, ne? Und könntet, wenn ihr sagt, ich brauche das Display nur, was heißt das Display und die Lampe, die stärker ist, dann könntet ihr das natürlich noch nachrüsten. Und noch wichtig, KTM bietet natürlich auch so Top-High-End-Räder an, wie das. Das jetzt mal nicht so ganz vergessen, wie auch Riese Müller Räder anbietet, die in der Preiswerke nicht gerade bei 4, aber bei 5 halt liegen. Aber wir wollten einfach mal so einen Vergleich machen, damit das halt sichtbar ist und da typischerweise Riese Müller eher diese Räder sind, die im absoluten Top-End-Level sind, hat das halt so gerade mal so ein bisschen klischee-abmäßig gepasst. Ne? Gut, dann sage ich mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.